Der Ärmelkanal, die meistbefahrene Wasserstraße der Welt. Zehntausende überqueren ihn jeden Tag auf Fährschiffen. Eigentlich ist die Überfahrt sichere Routine. Bis ein Schiff nur einen Kilometer vor dem Hafen kentert. Innerhalb von 90 Sekunden kämpfen Hunderte im eiskalten Wasser um ihr Leben. 193 Menschen kommen bei Großbritanniens schlimmsten Schiffsunglück seit der Titanic ums Leben. Mit Hilfe von Computersimulationen können wir genau enthüllen, warum die Herald of Free Enterprise unterging. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie stehen am Ende einer Kette unglücklicher Umstände. Wir wollen die verhängnisvollen Entscheidungen enthüllen, in diesen letzten Sekunden vor dem Unglück. Europa, Belgien, Seebrügge. In diesem lebendigen Seehafen verkehren jeden Tag Fähren aus England und Deutschland. März 1987, ein kalter Wintertag. Die Herald of Free Enterprise, eine 8000 Tonnen schwere Auto- und Passagierfähre der europäischen Reederei Townsend Thoreson, kommt aus Dover. Sie hat die 4,5 Stunden lange Überfahrt über den Ärmelkanal schon 1000 Mal hinter sich gebracht. Der Zeitplan der Herald ist knapp bemessen. Sie muss 4-mal am Tag hin und her fahren. Zwischen jeder Reise muss ihre Besatzung Passagiere und Fahrzeuge an Land bringen, das Schiff säubern und für die nächste Fahrt neu beladen. Alles innerhalb von 90 Minuten. Heute kann die Herald den Zeitplan kaum einhalten. 16 Uhr. Der zweite Bootsmann, Mark Stanley, beendet die Entladung des Autodecks für die Rückfahrt nach England. Er ist mehr als 5 Stunden im Dienst, wird aber noch eine längere Pause machen, bevor das Schiff in den Heimathafen zurückkehrt. Während die Besatzung der Herald hart arbeitet, genießen die Passagiere die letzten Stunden an Land. Bummeln durch die Geschäfte, essen in Restaurants und kaufen billigen Alkohol aus Kontinentaleuropa. Die meisten Touristen kommen aus Großbritannien, wie auch der 19-jährige Barmann Simon Osborne. Mit einigen Freunden unternimmt er einen Tagesausflug nach Belgien. Wir sind am Nachmittag durch die Bars von Ostende gezogen. Wir hatten einen wirklich sehr schönen Herrennachmittag. Sie bestellen noch eine letzte Runde, bevor sie dann mit der Herald wieder zurückfahren. Der zweite Bootsmann, Mark Stanley, beendet seinen Dienst und geht in seine Besatzungskabine. Er hat Pause und wird erst wieder zur Abfahrt um 18 Uhr auf dem Autodeck gebraucht. Auf der Brücke steht der Kapitän der Herald, David Lurie, der bereits seit 10 Jahren das Kommando auf Schiffen führt. Er prüft noch einmal die Route für die Rückfahrt über den Kanal, die zweite an diesem Tag. Um 17 Uhr beginnen die Autos und LKW durch ihre riesigen Bugtore auf das untere Autodeck der Herald zu rollen. Durch den Verkauf verbilligter Tickets ist das Schiff heute völlig ausgelastet. Und der Besatzung bleibt nur eine Stunde zum Verladen. Sobald das untere Autodeck voll ist, muss die Besatzung das obere beladen. Es gibt jedoch ein Problem. Die Laderampe in Seebrügge reicht nicht bis an das obere Autodeck. Um den fehlenden Abstand zu verringern, muss der Kapitän das Schiff tiefer ins Wasser legen. Daher lässt er Wasser in die Ballasttanks pumpen. 30 Minuten später schwimmt das Schiff einen Meter tiefer im Wasser. Jetzt kann das obere Deck beladen werden. Durch die verbilligten Tickets waren viele Passagiere an Bord. Heute Abend sind es 459. 17.30 Uhr. Michael und Maureen Bennett sowie ihre 20-jährige Tochter Theresa und deren Freund wollen nach einem Ausflug ans Meer nach Hause zurückfahren. Theresa hat diesen besonderen Familienausflug arrangiert, weil ihre Eltern ein wichtiges Jubiläum feiern.
Der 1. April ist unser Hochzeitstag. Deshalb wollte Theresa mit uns einen Ausflug machen. Wir sind am Hafen von Ostende spazieren gegangen und haben uns all die netten Geschäfte dort angeschaut. Es war wunderbar. Noch 15 Minuten bis zum Ablegen. Die Besatzung beeilt sich mit der Beladung des oberen Autodecks. Der verantwortliche erste Offizier Leslie Sable muss sich beeilen. Der Zeitplan für die Rückfahrt ist so knapp bemessen, dass auch die kleinste Verzögerung den gesamten Fahrplan der Herald gefährden könnte. Besatzungsmitglied Lee Cornelius arbeitet angestrengt. Am Schluss wird es immer etwas knapp. Kurz vor dem Ablegen kommen immer noch Autos und füllen das Schiff. Die Besatzung kann das Beladen endlich beenden, aber nur mit Verspätung. Die Herald wird an diesem Abend nicht pünktlich abfahren. Lee Cornelius sichert die Bugtüren mit der dafür vorgesehenen Kette. Der erste Offizier Sable meldet Kapitän Lurie, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. Okay, Laden beendet. Bitte bestätigen. Dann begibt er sich an seinen Platz auf der Brücke. Alle Mann auf Station. Die Herald of Three Enterprise verlässt jetzt den Hafen. Die Durchsage ruft die Besatzungsmitglieder kurz vor dem Ablegen auf ihre Posten. Lee Cornelius verlässt das Autodeck, um seiner Station Bericht zu erstatten. Kapitän Lurie startet die drei 9000 PS Maschinen der Fähre. Sie haben 5 Minuten Verspätung. Doch laut Wetterbericht ist das Wetter über dem Ärmelkanal ruhig, mit nur leichtem Wind. Wahrscheinlich kann er die Zeit wieder aufholen. Michael und Maureen Bennett setzen sich in das Restaurant auf dem Seedeck, um sich ein wenig zu stärken. Die Stimmung unter den Passagieren ist gut. Es herrschte eine fröhliche Atmosphäre an Bord und alle amüsierten sich. Ihre Tochter Theresa ist mit ihrem Freund auf dem Seedeck und sie entspannen sich in der Lounge. Wir tranken etwas und unterhielten uns über die Rückfahrt. Ich fahre nicht gern mit dem Schiff, daher war die Fahrt für mich eine große Sache. Die Herald dampft aus dem Hafen von Seebrügge und hält zu auf die eisigen Fluten der Nordsee. Der 19-jährige Simon Osborne lässt seine Freunde in der Cafeteria zurück, um mit der Parfümerie auf dem Seedeck noch ein Geschenk für seine Freundin zu kaufen. 18:24 Uhr. Als das Schiff den äußeren Hafen erreicht, beschleunigt Kapitän Lurie auf 19 Knoten, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.